Also ich kann nur sagen, der Schritt in die Selbstständigkeit war der beste Schritt meines Lebens. Und ich hoffe, euch ein bisschen was für den Start dafür mitzugeben, für die Selbstständigkeit. Ja, über Geld spricht man endlich. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt. Mein Name ist Kerstin Gernig. Ich arbeite als Business Coach für berufliche Neuanfänge in der Lebensmitte. Und das ist sozusagen mein eigenes Schicksal. Ich habe mich mit fast 50 selbstständig gemacht. Und das ist eine Herausforderung. Das Alter, der Schritt in die Selbstständigkeit sowieso und dann nochmal was ganz, ganz Neues zu machen. Und habe dann erstmal 2 Jahre lang, war ich unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka, um ein Buch zu schreiben. Das heißt, Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. In dem habe ich 21 ungewöhnliche Unternehmer porträtiert, die gewagt haben, eine Festanstellung aufzugeben, um sich selbstständig zu machen. Und zwar in der Lebensmitte und mit vollkommen neuen Ideen. So, wie sich das weit verbreitete Modell des Tauschens von Zeit gegen Geld vermeiden lässt, ist unser erstes Thema. Das ist eine ganz große Gefahr und ein ganz großer Fehler, insbesondere von Frauen. Deswegen schaue ich die jetzt auch mal besonders an. Viele Frauen neigen dazu, sich ein Geschäftsmodell zu überlegen, wo sie Zeit gegen Geld tauschen. Und das ist fatal, weil wenn ihr krank werdet oder wenn ihr nicht arbeiten könnt aus irgendwelchen Gründen, Kinder habt, dann ist das ein Riesenproblem. Das heißt, man kann das eigentlich nur vermeiden, wenn man sich von Anfang an überlegt, was kann ich tun, um auch Geld zu verdienen, wenn ich gerade nicht präsent bin. Und die gute Botschaft gleich zum Anfang: Noch nie waren die Zeit so gut wie heute, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Denn wir haben die Möglichkeiten der sozialen Medien und der Digitalisierung, innerhalb kürzester Zeit Reichweite aufzubauen. Und ihr steht als Gründer immer vor 2 Herausforderungen. Einerseits ein gutes Geschäftsmodell zu entwickeln und andererseits damit Reichweite am Markt zu erzielen. Und das unterschätzen ganz viele Selbstständige und Gründer am Anfang, dass 50% der Arbeitszeit in die Marketingaktivitäten fließen müssen. Und dafür braucht man eben eine richtig gute Online-Offline-Marketing-Strategie. Womit ich immer starte bei der Selbstständigkeit und was ich jedem empfehle, der gründen möchte: erstmal eine exzellente Nischenpositionierung, und zwar nicht nur aus dem Kopf heraus, sondern vom Herzen. Gründet etwas, was ihr wirklich mit Leidenschaft machen wollt, weil dann habt ihr eure maximale Energie zur Verfügung. Und mein eines Programm, das Startup-Coaching-Programm, ist für Menschen, die gründen wollen. Und darin nehme ich Nischenpositionierung mit Menschen vor. Das kann man in keinem Gruppenkurs machen. Das kann man immer nur individuell machen. Hinzuschauen, was für Stärken hat ein Mensch? Was für Visionen hat ein Mensch? In was für einer Lebenssituation lebt er, beruflich wie privat? Wie ist seine finanzielle Situation? Wie sind seine finanziellen Wünsche? Was möchte er in der Welt verändern? Wo möchte er überhaupt hin? Das ist der erste Schritt, und erst, und das rate ich wirklich allen, keine Marketingausgaben, bevor ihr nicht messerscharf positioniert seid. Ansonsten ist das rausgeschmissenes Geld. Und das Gute heute ist, Marketing lässt sich messen. Früher hat man mal gesagt, wenn man Marketing ausgibt, 50% sind sowieso umsonst. Heute in den digitalen Zeiten könnt ihr genau messen, ob das ankommt oder nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wie kalkuliert man denn überhaupt einen Stundensatz? Komme ich doch nochmal auf dieses alte Modell zurück, weil es leider so verbreitet ist. Man muss es sich überlegen. Wenn man anfängt, muss man ja Preise kalkulieren. So, ganz entscheidend beim Stundensatz ist, sich zu überlegen, was bietet man für einen Wert für seinen Kunden? Das ist das wichtigste Learning, was ich euch heute mitgeben möchte, was ich selber hatte. Es hat mir mal relativ lange gedauert, bis ich aus meiner Perspektive rauskam und mich konsequent in die Perspektive meiner Kunden hineinversetzt habe. Und das müsst ihr machen, euch überlegen, wer ist mein Kunde, was braucht er, entweder was ist sein größtes Leiden oder was ist sein größter Wunsch. Denn dafür ist er bereit, eben einen entsprechenden Satz zu zahlen. Ganz entscheidend ist natürlich, was jemand für ein Know-how hat, insbesondere im Dienstleistungsbereich. Dann ganz entscheidend die Expertise, und einen Expertenstatus baut man auf. Der wächst mit den Jahren, deswegen als Berater in dem Bereich arbeite ich ja. Jetzt wird man natürlich wertvoller mit jedem Tag, weil man immer mehr Expertise hat. Und das Dritte in meinem Fall ist natürlich auch das Netzwerk. Wenn ein Coaching-Klient zu mir kommt und der nach 2 Stunden schon auf dem Cover einer Zeitschrift ist, weil ich einen großartigen Medienverteiler habe für jemanden, der als Ghostwriter arbeiten möchte, ist das natürlich hervorragend. Und in Preise wächst man auch hinein. Und was ich euch kostenfrei schenke sozusagen, ist mein Wissen. Ein ganz großer Teil meines Wissens könnt ihr auf meiner Website abrufen, und zwar sowohl auf meinem Blog als auch in meinem Medienbereich. Ich habe ganz viel Know-how freigegeben, und zwar aus einem Grund. Das ist ähnlich wie bei den amerikanischen Hochschuluniversitäten. Die haben sogenannte MOOCs, Massive Open Online Courses. Die stellen das Wissen frei. Das wichtigste Gut, was sich vermehrt, wenn man es teilt, ist das Wissen. Und das ist auch das, was für jeden, der gründet, entscheidend ist, das richtige Wissen in der richtigen Reihenfolge sich anzueignen, um eben nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
Wer bei mir im Coaching ist, der ist automatisch Teil meines eigenen Netzwerks. Ich war viele Jahre unterwegs auf der Suche nach guten Netzwerken. Empfehle ich euch unbedingt, schaut, was ihr für Netzwerke findet, die zu eurem Anliegen passen, weil da entstehen Synergieeffekte. Ihr braucht nicht viele, ihr braucht die richtigen, um da auch regelmäßig präsent zu sein. Ja, wie du in hohe Honorare hineinwächst. Es ist einfach so, man startet ja erstmal mit einem Honorar, was ein marktübliches Honorar ist. Hat aber sicherlich eine Wunschvorstellung, wo man gerne hinkommen möchte. Und das ist auch ganz entscheidend, dass man weiß, in was für Preise, Honorare man hineinwachsen möchte oder was man netto im Monat zur Verfügung haben möchte. Und bei mir war es so, dass ich gesagt habe, ich werde erst dann, wenn ich ausgelastet bin, meine Preise erhöhen und über den Preis aussteuern. Weil am Anfang hatte ich nur ein Anliegen, so viele Kunden wie möglich zu haben. Warum? Weil auch Kundenreferenzen für euch ganz wichtig sind. Eure Testimonials, eure Kundenreferenzen verkaufen euch ja. Und deswegen am Anfang nicht gleich nach den Sternen greifen, sondern think big, start small, ist ja der berühmte Satz aus der Startup-Szene und der bewährt sich. Jetzt ist es ja auch ganz entscheidend, dass ihr immer wieder in Preisverhandlungen kommt. Und was ganz interessant ist, die Deutschen sind Pfennigfuchser. Die handeln gerne, wie auf dem arabischen Basar. Das ist aber so, in dem Moment, wo ihr anfangt zu verhandeln, euch runterhandeln zu lassen, werdet ihr nicht mehr ernst genommen mit euren Preisen. Deswegen ist ganz entscheidend, wenn man Honorarverhandlungen macht und sich darauf einlässt, dass man mit einer ganz klaren Vision da reingeht und sich sagt so, A, das ist meine Unterkante, da gehe ich nicht runter und B, wenn ihr verhandelt und runtergeht, ist ganz entscheidend, dass ihr dann auch eine Leistung rausnehmt. Weil es kann nicht sein, dass ihr die gleiche Leistung zu unterschiedlichen Preisen anbietet. Und eure Kunden spüren ganz genau, wie sicher, wie selbstbewusst, wie souverän ihr mit eurer Preiskalkulation umgeht. Ob ihr überhaupt eine ganz klare Preiskalkulation habt oder ob da eben Verhandlungsmargen drin sind. Jetzt ist es so, als ich noch angestellt war, da habe ich ja auch Verhandlungsgespräche geführt, nämlich um mein eigenes Gehalt als Geschäftsführerin, da war immer ganz klar, ich gehe da mit einer Ober- und einer Untergrenze rein. Ich habe einen Wunsch, den ich erzielen möchte und mache natürlich auch eine ganz klare Argumentation, warum ich glaube, dass das angemessen ist. Ich habe aber auch eine ganz klare Untergrenze und wenn die nicht erreicht wird, dann bleibe ich da nicht mehr. Und je mehr Klarheit da ist, umso eher kriegt ihr so etwas auch durch. Also das heißt, wenn ihr Angebote erstellt von Kunden, ich habe jetzt beispielsweise Filmemacher, das sind keine kleinen Angebote im Coaching gehabt, die haben eben dann, nehmen die mal 100.000 Euro für so eine Produktion. Da muss natürlich für den Kunden ganz klar sein, was für ein Wert steckt dahinter, was für eine Expertise steckt dahinter, was für ein Ergebnis steckt dahinter, in welchem Zeitlimit können sie das machen, welche Professionalität. So, und wenn man das gut verargumentieren kann und der Bedarf eben da ist nach extrem hochpreisigen Filmen und die sind ungewöhnliche Unternehmer, die haben wirklich die Filmbranche quasi revolutioniert, dann sind ihre Kunden auch bereit, diesen Preis dafür zu zahlen. Ja, schaut euch die Vorträge über Geld an, die natürlich sehr viel ausführlicher sind als das, was ich jetzt hier heute in einer halben Stunde bringen kann. Jetzt die Verhandlungsstrategien. Entscheidend ist, modulare Angebote zu haben. Das lohnt sich wirklich, sich eine ganz saubere Produkttreppe aufzubauen und zu sagen, okay, ich habe für die unterschiedlichsten Bedürfnisse die unterschiedlichsten Angebote. Denn Menschen kaufen immer von konkreten Menschen konkrete Produkte zu konkreten Preisen. Wenn ich mich einfach nur hinstellen sage, sagen würde, ich bin Business Coach, das würde niemand buchen. Deswegen habe ich auch ganz klar Produkte entwickelt. Mein Startup-Coaching-Programm, 10 Stunden und mein 52-Wochen-Power-Coaching-Programm als Skalierungsmethode. Und egal in welchem Bereich ihr seid, braucht ihr so etwas auch, um da entsprechend argumentieren zu können. Denn bei den modularen Angeboten kann man ja immer, wenn jemand sagt, naja, also das Geld hat er nicht zur Verfügung, da habe ich eine ganz klare Devise. Die finanziellen Probleme meiner Kunden sind nicht meine Probleme. Und auch ihr werdet euch nie die finanziellen Probleme eurer Kunden zu eigen machen. Da neigen Frauen häufig dazu, die ein gut gefülltes Karma-Konto haben, aber ein schlecht gefülltes Business-Konto. So umgekehrt wird ein Schuh draus. Erst das Business-Konto gut füllen und dann erst das Karma-Konto. So, welche Alternativen gibt es zu Rabatten? Beispielsweise, indem man sagt, Kunden werben Kunden. Nehmen wir mal an, ihr seid Trainer und gebt Seminare. Könnte jemand anfangen zu verhandeln? Könnte er sagen, okay, du bringst noch einen Kunden mit, für den ist das umsonst. Eine grandiose Methode, wenn man große Säle füllen möchte. Das machen alle Großen. Dirk Kräuter, der übrigens eine Vertriebsoffensive anbietet, die sehr interessant ist, ein Wochenende, sagt, bringt doch noch jemanden mit, weil dann füllt er die Säle. Und der hat es geschafft, als einer der wenigen 10.000 Leute in ein Vertriebsseminar reinzuholen. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von ganz vielen. Also Rabatte machen keinen Sinn. So,
Deshalb braucht ihr modulare Angebote, um, wenn ihr was rausnehmt, eben zu sagen, gut, dann nehme ich auch einen Teil der Leistung raus. Und wenn ihr eben ein richtig gutes Portfolio aufbaut, hat es den Charme, dass ihr eine sogenannte Customer Lifetime Value entwickelt. Das heißt, ihr habt jetzt beispielsweise nicht nur jemanden, der eine Stunde zu euch kommt, sondern ihr habt jemanden, der kommt dann 10 Stunden zu euch. Das ist ein vollkommen anderes Geschäftsmodell, weil die Akquise ist ja erstmal relativ aufwendig. Und Customer Lifetime Value heißt auch, wenn ihr diese Akquise getätigt habt, wollt ihr nicht den Kunden so schnell wieder verlieren, sondern versucht ihn möglichst lange an euch zu binden. So, das geschieht ja ganz raffiniert bei Amazon beispielsweise darüber, dass ihr ein iPhone kauft und dann steht unten drunter, wer das gekauft hat, hat sich auch das angesehen oder auch das gekauft. Ist eine klassische Kundenbindung, wo man sich überlegt, was wollen die Kunden noch mehr? Haben ganz viele heute übernommen, egal ob Zalando oder JPC, alle machen das heute so, dass man sagt, wer daran Interesse hatte, kann auch daran Interesse haben. Ja, was entscheidend ist beim Aufbau einer Produkttreppe ist, dass man die wirklich ganz sauber entwickelt und zwar möglichst vom kostenlos Marketing bis zu hochpreisigen Produkten. Was ist kostenlos Marketing? Ihr seid ja alle permanent bei Google im Internet unterwegs. Und was macht ihr, wenn ihr ein Problem habt? Ihr googelt, ihr sucht. Und dann findet ihr plötzlich Leute, die euch Sachen kostenfrei anbieten. Beispielsweise ein Freebie, ein E-Book, eine Checkliste, whatever. Das ist zwar kostenlos, aber nicht umsonst. Warum machen Menschen das? Weil sie sich mit der Verkaufspsychologie auseinandergesetzt haben. Und ihr kennt das ja auch woanders. Man geht irgendwo hin, kriegt erstmal so ein kleines Appetittäppchen geliefert, meinetwegen in der Konfiserie. Dann ist man angeteasert, der Blutzuckerspiegel ist gestiegen. Sagt man auch, Mensch, dann nehme ich doch gleich eine 100-Gramm-Packung von der Schokolade mit. Weil Menschen, wenn sie etwas geschenkt bekommen, eher bereit sind, Geld auszugeben. Und ich habe mich sehr intensiv mit Verkaufspsychologie beschäftigt und auch damit, wie man das Ganze digital strategisch abbildet. Weil das muss man heute. Verkaufen geht heute ganz anders. Da kommt also jemand beispielsweise auf meine Website, dann gibt es irgendwann ein Pop-up-Fenster, da wird ihm mein E-Book angeboten. Dann sagt er sich, Mensch, coach dich selbst, 5 Strategien für deinen Neuanfang, ist ja genau meine Lebenssituation, könnte ich jetzt gebrauchen. Was gibt er mir zurück? Seine E-Mail-Adresse. Weil dafür mache ich das Ganze ja, weil ich meine Liste aufbaue von Menschen, die potenziell Interesse an meiner Dienstleistung haben. So, das ist das sogenannte List-Building und die Internetmarketer sagen heute, das Gold liegt in der Liste. Weil je größer eure Liste ist, umso interessanter werdet ihr wiederum für Kooperationspartner, wo bei den großen Internetmarketern ein sogenannter Listentausch stattfindet. Und von da an baut man dann eben eine Produkttreppe auf, bis man natürlich, weil wenn ihr was für 100.000 Euro verkaufen wollt, müsst ihr erstmal einen Vertrauensaufbau haben. Das macht man nicht bei dem Erstkontakt. Da müssen mindestens 7 Kontakte vorher stattgefunden haben, um den Interessenten oder Kunden zu qualifizieren. Ja, und wenn ihr auf meine Seite geht, findet ihr diverse Freebies zu allen Themen, die halt mit dem Thema Selbstständigkeit machen, Gründung und Ähnlichem zu tun haben. Es gibt Glaubenssätze zum Thema Geld, die sind sehr hinderlich. Und zwar zum Beispiel, ach, ich brauche nicht viel. Wer mit so einem Glaubenssatz unterwegs ist, wird auch nie viel haben. Weil da macht sich das Unterbewusstsein gar nicht erst auf den Weg zu gucken, was muss ich denn tun, um so viel zu verdienen, wie ich gerne hätte. Förderliche Glaubenssätze hingegen zum Thema Geld ist, sich ganz genau zu überlegen, wie viel wollt ihr entweder im Monat oder im Jahr netto Reingewinn haben. Also nach Abzug von Steuern, was soll da übrig bleiben? Weil erst wenn ihr da eine ganz klare Zahl habt, könnt ihr anfangen, euer Geschäftsmodell so aufzubauen, dass ihr wisst, meinetwegen, wie viele Seminarteilnehmer muss ich mit wie vielen Seminaren im Jahr haben, um entsprechend zu verdienen, was ich gerne verdienen möchte. Und das ist bei ganz vielen Gründern, die lange Zeit angestellt waren, ein Manko. Dass sie nicht klar über Geld nachdenken, weil sie haben immer ihr Angestelltengehalt bekommen. Da war das halt sozusagen ein Fixum. Dann fängt man an, ein bisschen zu experimentieren in der Selbstständigkeit. Es muss aber umgekehrt sein. Ihr seid immer in 3 Rollen unterwegs. Als Fachkraft, als Führungskraft und als Unternehmer oder Unternehmerin. Und als Unternehmerin analysiert ihr auf einer Metaebene, was ihr braucht, um erfolgreich zu werden. Ja, man kann Millionär werden. Ich habe vorhin so spaßeshalber schon gesagt, das ist gar nicht so schwer. Jetzt beispielsweise tragen wir in Zeiten von Corona alle Masken und diejenigen, die da besonders hübsche Masken machen, besonders ästhetische Masken machen, besonders stylische Masken machen, können eine relativ hohe Gewinnmarge erzielen, weil das Zeug muss gekauft werden und viele Leute haben kein Interesse daran, mit einer medizinisch aussehenden Maske herumzulaufen, als wenn sie im Krankenhaus unterwegs wären. So einfach ist das, Millionär zu werden. Eine gute Idee, die aber skaliert. Das heißt, wenn es ein 1-Euro-Produkt ist und Millionen Leute kaufen ein 1-Euro-Produkt, dann habt ihr schon 1 Million Euro eingenommen. Man muss halt nur auf gute Ideen kommen.
Warum man über Geld so früh wie möglich sprechen sollte. Ganz fatal ist, was die höchsten Kosten bei der Gründung sind, sind Raumkosten und Personalkosten. Und man muss sich ganz früh überlegen, was habe ich an Investitionskapital zur Verfügung, was brauche ich? Und auch da noch eine gute Nachricht. Auch da leben wir in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Weil wir haben Plattformen wie Crowdfunding und Crowdinvesting. Das hatten frühere Generationen nicht. Das heißt, so wie Faltin sagte, Kopf schlägt Kapital. Wer gute Ideen hat, kann andere davon überzeugen, dafür auch Geld zu geben. Und ganz entscheidend ist natürlich immer einen Überblick über die eigenen Finanzen zu haben. Wie macht man das? Ganz stumpf mit einer Excel-Liste. Schreibt alle eure Ausgaben, alle eure Einnahmen, und zwar getrennt beruflich und privat auf. Damit, wenn ihr ein Unternehmen gründet, euer Lebenspartner oder eure Lebenspartnerin, wenn euch was widerfahren sollte, sofort wisst, welche Abos müssen gekündigt werden, was muss storniert werden, wie sind Kündigungsfristen. Als Unternehmer braucht man einen ganz genauen Überblick über seine Ausgaben und über seine Einnahmen. Jetzt ist es natürlich so, wenn Menschen in der Lebensmitte eine Festanstellung aufgeben, sind da häufig ganz große Existenzängste mit verbunden. Und die kann man nur auflösen. Das ist normal. Jeder Mensch, der diesen Schritt geht, sich komplett nochmal neu zu erfinden und eine Sicherheit aufzugeben, vertraute Routinen aufzugeben, bei jedem ist das mit Existenzängsten verbunden. So, und diese Existenzängste kann man nur überwinden, wenn man sich ganz genau überlegt, wo will ich hin? Was will ich aufbauen? Was muss ich tun, um das zu machen? Fragt euch ab heute nicht mehr, kann ich das schaffen? Fragt euch ausschließlich, was muss ich tun, um das zu schaffen? Da steckt eine ganz andere Energie drin. Angst macht eng. Wenn ihr Angst habt, könnt ihr nicht mehr frei denken. Und sobald ihr konkret werdet und euch überlegt, ja, was muss ich denn jetzt als nächsten kleinen Schritt tun, um hier aus dieser Sackgasse rauszukommen? Was kann ich aus diesem Fehler lernen? Die erfolgreichen Menschen sind die, die einmal mehr aufgestanden sind, als sie hingefallen sind. Was ihr alle abonnieren könnt, sind meine Inspirationen mit wertvollem Wissen für Gründer. Und da geht es natürlich auch um solche psychologischen Themen, wie man eben Ängste überwindet, wie man Selbstbewusstsein entwickelt, wie man Selbstvertrauen entwickelt, wie man Geschäftsideen entwickelt, wie man ein Proof of Concept macht und Ähnliches mehr. Ungewöhnliche Finanzierungsmöglichkeiten, habe ich gerade angesprochen, sind eben so etwas wie Crowdinvesting oder Crowdfunding. Es gibt ganz viele Plattformen, schaut euch die an, die sind branchenspezifisch. Für die Kreativökonomie gibt es ganz andere Crowdfunding-Möglichkeiten als für Leute, die im Investmentbanking unterwegs sind. Und das Tolle ist, ihr nehmt damit ja nicht nur Geld ein, sondern ihr seht auch gleich, wie viele Menschen ihr von eurer Geschäftsidee überzeugen könnt. Die sagen, das finden sie so gut, dass sie das gerne machen wollen. Und überlegt euch Goodies, wo ihr auch schon in die Denke reinkommt, euch zu überlegen, was brauchen denn meine Kunden? Was wäre für die denn attraktiv genug, um hier Geld zu geben? Ich habe 21 Unternehmer porträtiert, die in ganz unterschiedlichen Branchen gegründet haben, mit ganz unterschiedlichen Geschäftsideen und auch ganz unterschiedliche Finanzierungswege gefunden haben. Und es ist entscheidend, auch mit dem Thema Geld kreativ umzugehen. Ich bringe euch nur ein ganz kleines Beispiel. Ein junger Mann wusste, er möchte Pianist werden, er möchte Musiker werden. Seine Eltern konnten ihm aber das Musikstudium nicht finanzieren. Ein Belgier, der dann in seinem kleinen Ort die reichsten Menschen angeschrieben hat, auf der Suche nach einem Mäzen. Und er hat von 20 Briefen, die er verschickt hat, tatsächlich einen Mäzen gefunden, der ihm sein Studium in Amerika finanziert hat. Wenn er das nicht gewagt hätte, hätte er ein ganz anderes Leben geführt. Und deswegen auch da, nicht immer wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern kreativ mit dem Thema Geld umgehen. Was bedeutet finanzieller Erfolg? Das ist auch nochmal wichtig, sich klarzumachen. Jeder Mensch hat andere finanzielle Bedürfnisse, auch andere Wünsche, was er sich mit diesem Geld erfüllen möchte. Und das ist entscheidend. Schreibt mal eine Liste, was ihr eigentlich, nehmen wir mal an, ihr hättet gerne eine Million, was ihr mit dieser Million eigentlich machen wolltet. Weil Geld ist ja nur ein Tauschmittel. Und Geld fängt erst dann an, spannend zu werden, wenn man ganz genau weiß, wofür man das investieren oder ausgeben möchte. Und auch das ist natürlich eine entscheidende Unterscheidung nochmal für Selbstständige. Eine Ausgabe ist weg.
Investment hat einen Return on Invest. Und es ist entscheidend für alle, die sich selbstständig machen, in diese Denke hineinzukommen, in die Denke des Investierens. Denn in meinen Augen geht mit dem Geld auch eine finanzielle Verantwortung einher. An dem Tag, als mir bewusst geworden ist, dass 10% der Menschen über 90% des Kapitals auf dieser Welt verfügen, ist mir nicht nochmal mit Zahlen vor Augen geführt worden, wie ungerecht die Verteilung hier ist, sondern habe ich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, was machen eigentlich die Milliardäre dieser Welt mit ihrem Geld? Denn ihr wisst, Steuern steuern. Und mit Geld hat man einen unglaublichen Einfluss. Und da, glaube ich, müssen wir anfangen, endlich alle von Kindesbeinen an über Geld zu sprechen und sehr genau hinzuschauen, wie wird eigentlich mit Geld in unseren Gesellschaften umgegangen. Und es ist in meinen Augen skandalös, dass die wichtigsten Berufe als Krankenschwester, Altenpflegerin so schlecht dotiert sind. Und dass auch eine Mutterschaft überhaupt nicht dotiert ist, sondern meine eigene Mutter wäre verarmt gestorben, weil sie sich für 3 Kinder eine Zeit lang nicht gearbeitet hat. Glücklicherweise war mein Vater da und die haben 66 Jahre lang eine sehr glückliche Ehe geführt. Deswegen müssen wir anfangen, über Geld zu sprechen und zu schauen, was wird wie eigentlich bewertet. Ja, eine Möglichkeit natürlich, wie ihr alle, wenn ihr eine richtig geniale Geschäftsidee habt, Geld verdienen könnt, ist das Pitchen for Business Angel. Und deswegen braucht ihr dafür einen richtig guten Pitch. Und wer von euch die Höhle der Löwen schon mal gesehen hat, der weiß ja, wie sowas aussieht. Weil die Löwen, die wollen immer nur eine Sache wissen. Die wollen wissen, wenn sie euch einen bestimmten Prozentsatz abnehmen und dafür Investitionskapital zur Verfügung stellen, wie sieht die Skalierung eures Business aus und was können die daran mitverdienen? Und die investieren natürlich nur in richtig gute Geschäftsideen, die den Proof of Concept schon bestanden haben und marktfähig sind. Und es ist einfach so, wenn ihr ein erfolgreicher Unternehmer oder eine erfolgreiche Unternehmerin werden wollt, müsst ihr euch überlegen, wo ist der Bedarf am Markt? Wo sind die Menschen bereit, für Geld auszugeben? Und womit kann ich so skalieren? Und das lohnt sich, egal was ihr macht, über die Skalierung. Skalierung heißt, ihr setzt den kleinstmöglichen Hebel an, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Wie könnt ihr den ansetzen, um eben das zu verdienen, was ihr verdient und das zu verdienen, was ihr verdienen wollt? Ja, warum Geld bei Gründung nicht an der ersten Rolle steht, das sage ich nochmal, weil ich das eben auch bei der Recherche, ich war 2 Jahre lang von Berlin bis nach Sri Lanka auf großen Messen unterwegs, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern, die findet man ja nicht an jeder Straßenecke, weil ich einfach gesehen habe, wenn Menschen eine geniale Idee haben und von ihrer Idee überzeugt sind, dann finden sie auch Finanzierungsmöglichkeiten. Lest das Buch Kopf schlägt Kapital, lest das Buch Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird und ihr werdet sehen, Geld ist kein Hinderungsgrund. Zum Schluss, ihr wisst, die wertvollsten Dinge im Leben haben keinen Preis und vermehren sich, wenn man sie teilt. Das ist Wissen, das ist Liebe, das ist Humor, das ist Freundschaft. Und deswegen ist es so wichtig bei allen Menschen, die ganz, ganz viel Geld haben möchten, dass sie sich überlegen, was wollen sie denn damit überhaupt machen? Denn das Wertvollste, euer Augenlicht, eure Gesundheit, da werdet ihr bereit, alles für zu geben, wenn ihr sie verliert. Und deswegen wünsche ich euch auch in Zeiten von Corona, bleibt gesund. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Geschenk von euch zurückbekäme. Hier oben ist ein Link, bit.ly/geld2020. Und da könnt ihr eure Perle des Vortrags, die ihr mitgenommen habt, als Testimonial hinterlassen. Und wenn ihr das tätet, würde mich das sehr, sehr freuen. Denn wir Selbstständigen müssen uns gegenseitig alle unterstützen. Meine Haltung ist, wir müssen rauskommen aus der Konkurrenz und reinkommen in die Kooperation, denn ich habe eine Vision. Ich möchte, dass sich so viele Menschen wie möglich erfolgreich selbstständig machen, denn wir sind alle nicht als Angestellte geboren worden. Wir sind dazu gemacht worden. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.